Ein 75 Millionen Euro teures Missverständnis? Fragezeichen. Kai Havertz, der ist bisher kein wirklicher Faktor beim FC Arsenal und auch in der Nationalmannschaft. Da laufen ihm einige Spieler den Rang ab. Die große Frage ist, wo geht sie hin, die Reise des einst so hochgelobten Offensivmanns? Es ist Mittwoch, es ist Zeit für eine neue Folge Story of the Week mit mir, Philipp, und die DFB-Elf, die spielt am Wochenende gegen die Türkei, dann noch gegen Österreich. Und da haben wir uns mal gedacht, wir picken uns mal einen Nationalspieler raus, bei dem es derzeit nicht so wirklich gut läuft. Kai Havertz heißt das Sorgenkind beim 3:1-Sieg am Wochenende seiner Gunners gegen den FC Burnley. Da hat er mal wieder keinen Treffer erzielt. In 19 Pflichtspielen bisher hat er nur einen Treffer gemacht. Die Bilanz ist also sehr ernüchternd. Ja, und den einen Treffer, den er gemacht hat, das war ein Elfmetertor, das ihm quasi die Mannschaft geschenkt hat. Ich glaube, man kann definitiv sagen, die Erwartungen, die man vor der Saison an ihn hatte, die hat er bisher nicht erfüllt. Er kam ja für 75 Millionen Euro vom FC Chelsea und war neben Declan Rice der Königstransfer der Gunners im Sommer. Ich muss ehrlicherweise sagen, für mich war das ein No-Brainer-Transfer, denn Kai Havertz mit seinem Spielverständnis und mit seiner Technik, der passt doch eigentlich perfekt in das System von Mikel Arteta. Aber nach 12 Spieltagen in der Premier League, da muss man sagen, der Fit hat bisher nicht so wirklich funktioniert. Es ist jetzt auch nicht so, dass Mikel Arteta Havertz keine Chancen gibt, denn in 12 Ligaspielen, da stand er 8-mal in der Startelf. Das ist auf jeden Fall eine Menge Holz. Man muss fairerweise sagen, beim FC Arsenal, da spielt er defensiver als noch im Vorjahr beim FC Chelsea. Da hat er ja oftmals auch im Sturm ausgeholfen. Ja, und dementsprechend ist seine Torausbeute natürlich beim FC Arsenal geringer als beim FC Chelsea. Was ich komisch finde, Martin Ødegaard, der Mann, der eigentlich für die kreativen Momente beim FC Arsenal steht, der ist derzeit verletzt und eigentlich müsste ja Kai Havertz der Spieler sein, der diese Rolle jetzt annehmen könnte. Das macht er aber nicht. Und vor dem Spiel gegen Burnley, da hat jetzt Mikel Arteta Folgendes zu Kai Havertz gesagt. Wenn man nur die konkreten Zahlen dessen betrachtet, was er vor dem Tor leistet, muss er sich verbessern und wir müssen sie verbessern. Aber in vielen anderen Bereichen des Spielfelds ist das, was er derzeit leistet, wirklich wichtig. Klingt für mich so, als wären die Gunners auch nicht so richtig zufrieden mit seinen Statistiken. Wie sollen sie auch zufrieden sein? Aber Mikel Arteta, der sagt eben auch, dass er mit seiner Spielart extrem wichtig ist für das Team. Und man muss Mikel Arteta natürlich auch verstehen, er will seinen 75 Millionen Euro teuren Neuzugang natürlich auch nicht noch mehr zur Zielscheibe machen, denn bei Fans und Experten, da hat er derzeit einen richtig schweren Stand. Da ist die einhellige Meinung, dass er der Transferflop des Sommers bisher ist und es gab ja auch eine Umfrage von The Athletic unter Spielerberatern. Auch da war Kai Havertz der größte Transferflop in diesem Sommer und er ist für mich ein Spieler, der sehr sensibel ist und der mit so einer negativen Berichterstattung vielleicht auch nicht so gut umgehen kann. Und dementsprechend sind seine Leistungen vielleicht auch nicht so, wie sie sein sollten. Geht man jetzt so ein bisschen ins Detail bei Kai Havertz, da frage ich mich, welche Position ist eigentlich für ihn die richtige? Auf den Außenpositionen, da hat er nicht die Schnelligkeit. Ganz vorne im Sturmzentrum, wo er oft beim FC Chelsea gespielt hat oder auch in der Nationalmannschaft, da fehlt ihm die Durchschlagskraft. Und beim FC Arsenal, da finde ich, spielt er zu defensiv, da kommen seine Stärken nicht so richtig zur Geltung. Und so wäre eigentlich seine perfekte Position die, die er auch bei Bayer Leverkusen gespielt hat, nämlich die des falschen Neuners. Problem, wer baut sein Team um Kai Havertz auf? Der FC Arsenal ist es definitiv nicht. Da ist er nur einer von vielen und so wird er immer zwischen den verschiedenen Positionen hin und her geschoben. Und da frage ich mich eben, ob er genau Opfer dieses Umstands ist, dass er alle Positionen ganz okay spielt. Aber die eine Position, die er richtig gut kann, auf der wird er nie eingesetzt. Sprechen müssen wir natürlich auch über die Körpersprache von Kai Havertz. Das hat für mich immer so ein bisschen was von Özil 2.0. Da passiert nichts in seinem Gesicht, keine Emotionen. Klar, das ist sein Charakter ein Stück weit, er ist ja auch genial, aber ich persönlich, ich favorisiere so extrovertierte Typen, wo auch ein bisschen was rüberkommt und ich glaube, die Fans sehen das ähnlich und deswegen schießen sie sich auch so auf ihn ein. Kommen wir nun aber zur Nationalmannschaft, denn auch unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, da struggelt Kai Havertz in seinem ersten Spiel gegen die USA, da wurde er erst nach einer Stunde eingewechselt, ja, und im zweiten Spiel gegen Mexiko, da kam er gar nicht zum Einsatz. War ja vor nicht allzu langer Zeit einer der großen Hoffnungsträger im DFB-Team, so muss man mittlerweile feststellen, dass Spieler wie Jamal Musiala oder Florian Wirtz ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen haben, denn die spielen jetzt so frech und unbekümmert wie er vor ein paar Jahren. Und ich persönlich glaube, dass er sich auch keinen Gefallen damit getan hat, dass er im September so ein bisschen die Fans kritisiert haben, dass sie die Mannschaft bei der WM in Katar nicht unterstützt haben. Aber jetzt auf fußballerisch betrachtet, war da kein Support da vorhanden und da waren wir auch echt auf uns allein gestellt.
auch wenn ich natürlich jetzt nicht alle damit einbeziehe. Bei den anderen Nationen, was die da für Fans hatten und auch für einen Support von den Nationen, hat das, glaube ich, bei uns, ist jetzt meine Meinung, einfach so ein bisschen gefehlt. Und man sagt ja so schön immer, die Fans sind der 12. Mann und geben natürlich auch vor allem in der schlechten Phase einfach großen Support. Und den haben wir, glaube ich, jetzt nicht hundertprozentig jedes Mal gespürt. Man muss leider feststellen, Lothar Matthäus, der hat ja mal gesagt, er könnte ein Weltfußballer werden. Das hat er in der Saison gesagt, 2018, 2019. Da hat er für Leverkusen als 17-Jähriger 17 Saisontore gemacht. Ja, davon ist er mittlerweile meilenweit entfernt. Und ich persönlich glaube, dass der 24-Jährige gewaltig aufpassen muss, dass seine Karriere nicht in die völlig falsche Richtung läuft. Aber zum Abschluss, um mal ein bisschen positiver zu werden, Kai Havertz ist natürlich ein genialer Fußballer, der Dinge kann, die viele andere nicht können. Er lässt sie zudem ziemlich leicht aussehen, auch ähnlich wie Mesut Özil, also da haben wir erneut diese Parallele. Und er ist eben erst 24 Jahre alt und er kann natürlich wieder dahin kommen, wo er mal war. Die große Frage ist natürlich, wie bewerten Top-Teams solche Fähigkeiten, die Kai Havertz hat? Reicht das noch aus, um wirklich in einem großen Team noch eine tragende Rolle zu spielen? Ja oder nein? Schreibt da gerne mal eure Meinungen unter die Folge. Das Gute ist, glaube ich, dass Mikel Arteta, der Trainer, weiterhin auf ihn bauen wird. Er hat ja nicht umsonst 75 Millionen Euro für ihn ausgegeben, aber klar ist natürlich auch, er muss irgendwann liefern. Jetzt seid ihr aber mal gefragt, was sagt ihr denn zu Kai Havertz? Seid ihr ähnlicher Meinung wie ich und sagt auch, er ist wirklich an einem kritischen Moment seiner Karriere angekommen oder sagt ihr, nee, der hat so viel Potenzial, der macht safe seinen Weg? Das ist die eine Frage. Und die andere, wie sieht sie denn aus, die zukünftige Rolle von Kai Havertz im DFB-Team? Schreibt da gerne mal eure Meinungen unter die Folge. Nächste Woche, da gibt's uns nichts, Länderspielpause, aber danach, da starten wir wieder richtig durch mit Story of the Week.